Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Heute habe ich euch die Mega Mewtwo Box mitgebracht. Und zwar auf Deutsch. Die gibt es nur in wenigen Geschäften irgendwie bei uns. Hier seht ihr sie. Das hier ist die Mega Mewtwo Box, die X-Version. Mit dem Mega Mewtwo X natürlich. So, wir erhalten hier diese Jumbo-Karte, die da drin ist, sowie drei Booster-Packs. Es scheint mir, dass einmal Phantom Forces bei ist, einmal hier Primal Clash, ja genau, Protoshock, Phantomkräfte und Turbostart, sowie ein Online-Code und eine Promokarte. Jo, dann werden wir das mal öffnen. Es gibt hiervon zwei Versionen von dieser Box. Einmal die X- und einmal die Y-Variante. Natürlich öffne ich beide hier auf dem Channel. Im Moment kommen so viele Produkte raus, dass das unmöglich ist, alles hier zu zeigen, wenn die Sachen rauskommen. Weil das eben so viel ist. So, hier ist irgendwie noch Platz drin für irgendwas, sehe ich hier gerade. Hier ist so ein leerer Raum in dieser Plastikverpackung. Seht ihr den? Eigenartig. So. Jedenfalls holen wir jetzt mal alles raus. Die Promokarte da mal wieder rauszukriegen, ohne sie zu beschädigen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, ich habe sie minimal beschädigt. Ja, naja. So, da haben wir dann noch Booster, Code und die Jumbo-Karte. So, sehr cool. Auslöschender Treffer, also genauso wie das Mewtwo EX in Turbostart. Mega Mewtwo EX in Turbostart. So, wie sortieren wir das jetzt? Machen wir mal so. Hier haben wir dann das Mewtwo noch. Sehr genial. Hier ist dieser Online-Code. Ich weiß nicht, was dieser Code freischaltet. Entweder diese Promokarte. Ich glaube diese Promokarte. Ich glaube nicht dieses Jumbo Mewtwo. Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Hier haben wir einmal Phantomkräfte, Protoshock und Turbostart. Wir starten mit Phantomkräfte. Es wäre cool, hier raus noch ein Mega-Voltenso oder so zu ziehen. Da ich nämlich gerade an einem Deck arbeite mit Mega-Voltenso, beziehungsweise Voltenso drin. EX natürlich. Deswegen wäre das ganz cool. Aber wir werden es sehen. Zoomen wir natürlich noch so ein bisschen ran hier. Top. Genau, das Mewtwo muss ich euch nochmal genauer zeigen. Den Text habt ihr noch nicht gelesen. Also, Blackstar Promo XY100, genau. Zen-Klinge, dieses Pokémon kann Zen-Klinge im nächsten Zug nicht wieder einsetzen. Zwei Psycho, ein Double Colorless, zieht nur 100, ist kein grandioser Angriff. Also ist nicht so gut spielbar, würde ich behaupten. So, Fifian, Scoppel, Krabby, Viscora, Irbis, Roller Skates, Datignes,
Xeros. Unsere Reverse ist ein Regigigas. Das ist eine Rare-Karte. Ist nicht schlecht. Und unsere Rare ist ein Krypuk. Ja, naja. Kann man nicht so gebrauchen. Hätte ich mir irgendwas anderes erhofft. Naja, die Reverse war ganz gut. Hoffen wir nun auf was Besseres in dem Protoshock-Pack. So. Hier haben wir Schmerbe, Seemops, Bidizer, Lampi, Fritzelblitz, Seemon, Stollers Geistesbund, Velsa. Unsere Reverse ist ein Knilz. Das ist eine Ankommenkarte. Und unsere Rare. ich möchte dazu gar nichts mehr sagen. Das Spannende ist, also Protokyogre EX ist selten. Ziemlich selten. Nur ich ziehe diese Karte immer. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Das ist mein... Nachdem ich etliche vertauscht habe, ich habe noch 6 Protokyogre EX, weil ich immer wieder neue ziehe. Sowohl englische als auch deutsche Booster. Ich verstehe es nicht. Aber cool. Trotzdem freue ich mich natürlich drüber. Denn man kann die immer für irgendein Deck oder so sehr gut gebrauchen. Und nun widmen wir uns Zoroa. Ach, das tun wir mal hier. Trassler. Sodamak. Gelatini. Grillmak. Flunschlick. Ursaring. Magneton. Flunschlick ist auch unsere Reverse. Und die Rare. Ein Hundemon EX Full Art. Das ist auch nicht schlecht. Sehr genial. Sehr cool. Also, wenn sich diese Box nicht gelohnt hat, dann weiß ich das auch nicht. Also, das sind hammermäßige Pulls. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuschauen. Und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe. Und, ja, bis zum nächsten Mal, euer Pokémaniac.